Hallo meine Lieben, so heute wieder mit einem neuen Video, jetzt passend für den Sommer tatsächlich. Wir haben ja auf dem Balkon einen Whirlpool stehen und der gehört einmal im Sommer wechseln wir normalerweise das Wasser und es ist jetzt wieder an der Zeit. Genau, und da werde ich jetzt mit dem Nimbus erstmal das Restwasser aussaugen, dann werde ich schrubben und dann, dann werde ich wieder neues Wasser einlassen und dann haben wir das Ganze sauber, das geht mit dem Nimbus relativ fix. Den Nimbus, der kostet 299 Euro, den verlinkt man euch unten. Genauso wie die transparente Düse in groß, kostet 23,50 Euro, verlinkt man euch auch dann. Genau, dann würde ich sagen, legen wir los und starten wir das Ganze. Genau, und jetzt hier einfach gleich mal den groben Dreck rauszusaugen. So, jetzt seht ihr, ein Wasserbehälter reicht meistens dann nicht. Dann geben wir einfach den neuen drauf. Da wir zwei Hühlers haben, haben wir auch immer zwei Wasserbehälter hier für solche Arbeiten. Wie gesagt, geht aber auch problemlos mit einem, das ist gar kein Thema. Genau, und dann schauen wir wieder an und machen wir weiter. Hier werden wir wahrscheinlich, jetzt schätzen wir, 3-4 Mal Behälter leeren müssen tatsächlich, weil da noch relativ viel Restwasser drin ist. Das ist so, wir sind schon mal wieder voll. Dann wechseln wir das nächste Mal. Assistent im Hintergrund, den sieht man natürlich nicht, der ist hier fleißig am Behälter leeren. So. Genau, was man vielleicht noch dazu sagt, hier wäre es perfekt, die Düse mit den Gummilippen, da kann man dann zum Schluss das Wasser auch schön abziehen. So, perfekt geeignet für Planschbecken oder Swimmingpools. Da müsst ihr mehr Restwasser noch abpumpen, sonst kommt er gar nicht mehr hinterher. Und das nächste. Wir hätten jetzt natürlich auch noch mehr das Restwasser ablassen können, eben dass man ein bisschen schräg hebt. Aber ich habe jetzt gedacht, das kriegen wir auch so ganz gut hin. Und das kann eh bald. Jetzt am Ende. So. Perfekt. Das machen wir jetzt so lange, bis er schön sauber ist, sondern sehr perfekt geeignet, sondern muss um solche Arbeiten zu erledigen. Weil ich sage jetzt mal ohne Hühler, das dann schon ekelhaft, weil es ist ja doch immer ein bisschen Dreck zum Schluss noch drin. Muss sonst alles mit Lappen rauswischen. Und mit dem Nimbus ist das halt super. So. Plus steige ich dann immer rein und kann das besser hantieren, um das ganze Restwasser aus dem abzuziehen.
noch in den Ecken alles aussaugen. So, und für die feineren Sachen könnt ihr dann entweder die Düse nehmen, aber ich bevorzuge immer die kleine, weil da auch noch ein bisschen Bürsten dran sind, dann kann man den Rest noch mal schön rausschrubben und ein bisschen noch mit dem Bus nachsprühen. Hier einmal ran. Da kann man noch ein bisschen Schluss. Da kann man mit dem Nimbus schön aufsprühen und das Ganze dann noch absaugen. Und schön in die Falten gehen, genau. Ich habe jetzt beim normalen Blendspecken tatsächlich nicht so, aber bei den Wölfen mit der Verfalten. Schön. Dann zum Schluss von der ganz schönen Aufsatz einmal rundherum. Ich sauge mal hier nochmal einmal, dass alles sauber ist. Da muss man dann tatsächlich nochmal mit dem Lappen drüber. Und dann. Genau, so. Es hat jetzt vielleicht, keine Ahnung, 10 Minuten gedauert. Und damit ist jetzt ausgesaugt, ist bereit zum neu befüllen. Jetzt muss man bloß noch einmal rund mit dem Lappen außen rum und dann hat sich das Ganze schon erledigt. Genau, das war jetzt ein neuer praktischer Tipp, was ihr mit dem Hühler alles machen könnt. Also wie gesagt, auch für kleine Planschbecken, Kinderplanschbecken oder größere Pools super geeignet. Abonniert unseren Kanal, liked unser Video und genau, dann sehen wir uns nächste Woche. Bis dahin, ciao. GoPro-Aufnahme, stopp.